Wir machen heute einen Käsekuchen und zwar einen, der extrem schnell geht. Wenn ihr keine Zeit habt und auch nicht viele Zutaten, dann macht dieses Rezept unbedingt nach. Ist so ein richtiger Klassiker, gab es früher immer bei meinen Eltern und auch bei mir, wenn ich einfach richtig Bock hatte auf einen Käsekuchen, aber die Zeit gedrängt hat. Also kommt mal mit! Für dieses Rezept könnt ihr entweder einfach nur euren Schneebesen nehmen oder ihr nehmt schnell das Handrührgerät, ganz wie ihr möchtet. Ihr braucht auf jeden Fall eine große Schüssel und ein paar Standardzutaten, die ich euch ganz genau hier unten in die Videobeschreibung schreibe, beziehungsweise Infobox. Ich sag's auch immer anders. Auf jeden Fall starte ich jetzt mit meinem Quark. Das wird ein ganz klassischer Quarkkäsekuchen. Und ich habe hier einmal Quark in der Magerstufe und einmal Quark mit 20% Fett. Ich mische das immer gern. Ich mache immer 50-50. Manchmal nehme ich auch statt 20% den 40-prozentigen. Aber ihr dürftet auch das komplette Kilo in Magerquark nehmen. Das ist gar kein Problem. Ich nehme immer einfach das, was gerade da ist. Und ich starte jetzt damit, indem ich das in die Schüssel gebe, da gebe ich schon Zucker mit rein und natürlich ganz viel Vanilleextrakt. Bei mir darf neben der Vanille auch Zitrone nicht fehlen und dann nehmt ihr euch jetzt am besten eine Bio-Zitrone, die sind ungespritzt und da darf man dann auch die Schale verwenden und die gibt nochmal einen richtig guten Geschmack. Bevor ich jetzt reibe, nehme ich die Zitrone und roll sie auf der Arbeitsfläche hin und her, dann tritt immer ein bisschen mehr Saft aus und man hat einfach mehr davon. Und jetzt ist es ganz wichtig beim Reiben, ich nehme hier diese Feinreibe, dass ihr wirklich nur die gelbe Schale reibt. Und unten drunter seht ihr dann, da kommt auch schon was Weißes. Und dieses Weiße ist super bitter und da müsst ihr aufpassen, dass ihr das nicht reinreibt, weil sonst wundert ihr euch nach dem Backen, warum euer Käsekuchen leicht bitter schmeckt. So, nachdem ich das erledigt habe, gebe ich gleich auch noch einen kleinen Spritzer vom Saft mit dazu. Die Eier sind drin, jetzt fehlt noch Sahne, da brauche ich aber nicht die ganze Packung. Ich finde das aber ganz cool, bei Kaufland haben die ja den mit dem Drehverschluss und ich verbrauche ja sehr viel Sahne, weil ich sehr viel backe. Jetzt gebe ich 400 Gramm rein, ich kann es mittlerweile ganz gut abschätzen. Und 100 Gramm bewahre ich mir auf und dann mache ich mir dann heute Mittag einfach ein Nudelgericht und dann packe ich das noch mit dazu. So, und jetzt fange ich an, hier alles mit dem Handrührer erstmal langsam zu verrühren. Ihr müsst es auch wirklich nur so lange rühren, wie es notwendig ist. Das heißt, so lange, bis sich alles verbindet. Und ganz zum Schluss habe ich ja noch Mehl und Backpulver und das werde ich dann dazu sieben und auch noch mal kurz unterrühren. Der Käsekuchenteig ist jetzt fertig. Es hat echt keine 5 Minuten gedauert. Und jetzt nehme ich mir eine Springform. Meine hat einen Durchmesser von 24 cm. Und eigentlich könntet ihr ihn jetzt so einfüllen. Oder wenn ihr mögt, halt den Boden mit Backpapier auskleiden. Ich mache es anders. Ich fette das. Und zwar hat das den folgenden Grund. Nicht, damit man das später irgendwie besser lösen kann, sondern weil Butter einfach nochmal einen schönen Geschmack gibt. Daher fette ich den Boden und die Seiten vollständig. Und dann hat man bei jedem Stück, das man probiert, nochmal so einen richtig schönen butterigen Geschmack. Und ihr wisst ja auch, Butter ist halt Geschmacksträger. Und deswegen darf das bei mir nie fehlen. Und anschließend werde ich den Teig einfach einfüllen und euch die Backzeit verraten.
Den Teig müsst ihr jetzt nicht extra verstreichen. Ihr könnt einfach hin und her rücken und dann ist er automatisch glatt. Ich habe den Backofen vorgeheizt auf 180 Grad Ober- und Unterhitze. Und jetzt ist es wichtig, dass ihr wirklich nach der Hälfte der Backzeit, also nach etwa 30 Minuten, den Käsekuchen rausnehmt, den 10 Minuten abkühlen lasst und dann weitere 25 Minuten backt. Das heißt, die Gesamtbackzeit beträgt 55 bis maximal 60 Minuten. Und warum holen wir den nach der Hälfte raus? Das bewirkt einfach, dass wir dann keinen Riss haben. Was bei mir aber oft passiert, ich habe eine offene Küche, hier ist alles offen und gerade bei Durchzug passiert es halt oft, dass so ein Käsekuchen dann auch später nach der Backzeit trotzdem reißt. Was ich persönlich aber nicht so schlimm finde, aber ihr könnt zumindest vermeiden, dass ihr einen Riss bekommt, beziehungsweise dass der Riss so unendlich groß ist. So, ich gebe ihn jetzt mal in den Backofen und dann zeige ich euch nachher, wie ich den gleich nochmal raushole. Ich habe jetzt aus einem direkt zwei gemacht, also den habe ich gestern Abend schon gebacken und den gerade halt im Video ist 1:1 das gleiche Rezept. Das Einzige, was ich verändert habe, beziehungsweise was ich hier anders gemacht habe, ist, dass ich hier gerade nochmal mit dem Messer, während ich es 10 Minuten habe kühlen lassen, einmal am Rand eingeschnitzt habe. Das bewirkt einfach, dass es dann nicht in der Mitte reißt, sondern entlang der Linien. Und ich weiß nicht, ob ich das jetzt schöner finde. Hier habe ich gestern auch alles nach Angabe gemacht und hier ist ein ganz kleiner feiner Riss gekommen, aber normalerweise habe ich immer so ein Ozonloch da drin. Also so ist es für mich perfekt. Ich selber störe mich halt auch gar nicht an Rissen, aber ich wollte euch einfach nur mal zwei Varianten zeigen und das Ganze muss halt nach dem Kühlen, ganz, ganz wichtig, nach dem Backen auskühlen, so meinte ich das, also mindestens 4 Stunden. Noch besser über Nacht, so habe ich es mit dem gemacht und den werde ich gleich auch verkosten mit dem Hamsa. Das ist ein klassischer Käsekuchen. Ja, und somit willkommen beim Taste Test. So, fängt ja gut an hier. Also das ist wirklich einer der klassischsten. Eines der klassischsten Käsekuchen ever. Du weißt gar nicht, woraus der besteht, ne? Das ist jetzt nicht San Sebastian, ne? Weil der hat auch Nein. Problem. Chill, schon genug Fragen, alles gut. Wir nehmen nicht San Sebastian Cheesecake in den Mund. So, ich würde mal sagen, Hamsa, gönn dir. Weißt du, was ich ganz kurz erwähnen möchte? Ihr seht die Vanillepünktchen hier. Ich finde den richtig... Hamsa! Der ist cremig, ne? Wenn er nicht cremig wäre... Das war einfach mein Leben in 2 Sekunden. Der ist auf jeden Fall cremig und frisch. Aber nicht so cremig wie der San Sebastian Cheesecake. Ich will den jetzt nicht in den Schatten stellen. Der ist auch mega lecker und frisch. Also ich muss sagen, für mich ist San Sebastian Cheesecake kein Cheesecake. Mm. Der schmeckt nicht, der schmeckt eher nach Vanille, bla bla. Ja. Ne? Aber das ist so richtig klassischer Cheesecake. So, ich klassisch, auch, frisch, lecker. Ich habe jetzt so richtig so einen Cheesecake erwartet, der nach Käsekuchen schmeckt. Und der schmeckt voll nach Käsekuchen. Ich finde es richtig lecker, Leute. Macht es unbedingt mega. Nach. Und ach so, wenn euch das Video gefallen hat, dann drückt mal den Like-Button. Ne? Da bist du like-voll geworden, muss ich sagen. Liken, kommentieren und auch weiterleiten. Ne? Ja, okay, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal auf Gigi's Kitchen. Tschüss.